Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 21 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Heute geht es um E.T.A. Hoffmanns Roman Die Elixiere des Teufels. Und das ist Teil 1 unserer Betrachtung des Romans. Es wird einen zweiten Teil geben, in dem ich nochmal eine genauere Analyse nachreichen will. Heute also die Vorstellung mit Inhaltsangabe dieses Romans, der erschienen ist 1815, als Hoffmann 39 Jahre alt war. Er hat diesen Roman in wenigen Wochen niedergeschrieben, rasant, wie es heißt. Und dieser Roman ist ganz wichtig geworden, weil er wunderbar und anschaulich die Nachtseite des Menschen beschreibt, besonders die Nachtseite der Männer, so wie sie in jener Zeit gesehen wird, nämlich ihre dunkle Seite, ihre Triebhaftigkeit, das Unbewusste als unkontrollierbare Seite des Menschen, die sich in diesem Roman erkennbar macht als Doppelgänger des Helden. Dem selbstbewussten, triebbeherrschten Ich wird der unkontrollierbare Doppelgänger gegenübergestellt, das andere Ich. Und zwei Seiten des Menschen, des Mannes, spielen dann eben eine große Rolle, was auch ihre Liebesbeziehungen zum anderen Geschlecht angeht, zur romantischen Liebe. Der Roman schildert damit 80 Jahre vor Freuds großen Werken die Seiten des Unbewussten, die erotischen, die Todestriebseiten des Menschen. Ein Roman, der, es ist eben ein Roman, keine Philosophie, kein medizinisches Werk, die in jener Zeit eben schon ausführlich auf dieses neue Phänomen eingegangen sind, sondern es ist ein Unterhaltungsroman, der nun dieses Thema einer breiten Öffentlichkeit bekannt macht. Der Roman gehört zum Genre Schauerroman, also eine Art Trivialroman, Unterhaltungsroman. In der bürgerlichen, industriellen Gesellschaft ist das bürgerliche Lesepublikum immens groß geworden. Man hat nach immer neuen Büchern verlangt, gerade Frauen sind berühmte Leserinnen geworden und diese Romane, Unterhaltungsromane, sollten eben viel Spannendes berichten. Und spannend waren halt Morde und Vergewaltigungen und Inzest, alles Unmoralische. Das hat im bürgerlichen Fräulein einen Kitzel bereitet. Ganz berühmt ist geworden ein Roman, der heißt The Monk von Matthew Gregory Lewis, den ich selbst mit großem Vergnügen gelesen habe. Das war eben ein Bestseller in jener Zeit. Und die Orte in diesem Roman, sind bevorzugt Klöster und unterirdische Verliese und Burgen und Mönche und Nonnen, die ihrer fleischlichen Begierde nicht mehr Einhalt gebieten können. Es gibt unendlich viele Verstrickungen, Verfluchungen, es gibt komische Figuren, es gibt sehr viele Seitengassen in diesen Romanen. Das ist ganz typisch für dieses Genre. E.T.A. Hoffmanns Roman Die Elixiere des Teufels gehört in diesen Bereich, nun eben aber auf einer sehr viel intellektuelleren Ebene. Er hat den ersten Teil innerhalb von 7 Wochen 1814 niedergeschrieben und seltsamerweise ist dieser Roman in Deutschland nicht sehr geschätzt worden. Man hat ihn in England, Frankreich und Russland geliebt, aber in Deutschland ist er eigentlich erst im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert bekannt geworden und richtig
geschätzt worden. Ich finde, er gehört zu einem der großen Romane, die in Deutschland erschienen sind. Worum geht es? Eine Inhaltsangabe. Sehr vereinfacht, denn die Geschichte ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Ich versuche sie so einfach wie möglich zu erzählen. Die Elixiere des Teufels sind ein autobiografischer Roman des Mönchs Medardus, der mit seinem Geburtsnamen Franz Francesco hieß. Medardus wurde geboren auf einer Pilgerreise seines Vaters zur Heiligen Linde, weil dieser Vater eine Todsünde begangen hat, über die man zunächst nicht aufgeklärt wird. Der Vater stirbt, als das Kind zur Welt kommt. Es bekommt den Namen Franz und wächst nun 1,5 Jahre bei dieser heiligen Linde auf und wird als kleines Kind wundersamen heiligen Figuren begegnen, die eben auch den guten Teil seiner Person beeinflussen. Auf der Rückreise kommen Mutter und Sohn in ein Kloster zu einer Äbtissin, die auf den Jungen aufmerksam wird, seine Fähigkeiten erkennt und ihn unterstützt. Er darf Theologie studieren und tritt dann als junger Mann in ein Kapuzinerkloster ein und übernimmt den Namen Medardus. Er fällt auf durch seine Redebegabung. Er hat wirklich eine große, große Redebegabung und Visionen bei seinen Predigten. So sieht er bei einer Predigt den Maler der heiligen Rosalie, eines Bildes, das in dieser Kirche hängt. Es wird sich herausstellen, dass das sein Ur-Urgroßvater ist. Und diese Vision, dieser Mensch, dieser Mann sieht ihn durchdringend an. Und das ist so ein starkes Erlebnis, dass Medardus seine Redefähigkeit verliert. Nun hat er in diesem Kloster auch die Aufsicht über die Reliquien, und unter diesen Reliquien befindet sich nun ein kleines Fläschchen, ein Teufelselixier aus dem Nachlass des heiligen Antonius. Medardus kann der Versuchung nicht widerstehen, trinkt daraus, fühlt sofort eine stärkende Wirkung. Seine Fähigkeiten als Prediger werden wiederhergestellt und er wird so berühmt, dass viele Leute die Kirche besuchen, unter anderem auch eine schöne Unbekannte, die dem Bild der heiligen Rosalia ähnelt. Medardus wird von einer fleischlichen Begierde zu dieser Frau erfasst, und der Zufall, beziehungsweise E.T. Hoffmann, will es, dass diese Frau, Aurelie, zu ihm in den Beichtstuhl kommt und ihm von ihrer Leidenschaft zu jenem jungen Prediger berichtet, den sie gehört hat. Nicht wissend, dass er ihr gegenüber sitzt und ihr die Beichte abnimmt. Medardus kommt in Schwierigkeiten, will daraufhin das Kloster verlassen, wird nach Rom geschickt und nimmt dieses Teufelselixier mit. Auf seinem Weg nach Rom kommt er in ein Gebirge, ertrinkt noch einmal aus diesem Fläschchen und sieht einen jungen Mann am Rande eines Abgrunds liegen, will ihn vor dem Absturz bewahren, tritt auf ihn zu, weckt ihn, und dieser junge Mann gerät so außer Fassung, dass er das Gleichgewicht verliert und in den Abgrund stürzt. Medardus erfährt dann von einem Förster, von einem Jäger, dass dieser Mann, der da in den Abgrund gestürzt ist, ihm aufs Haar ähnelt. Es ist sein Doppelgänger. Er hat den Namen Viktorin und er war auf dem Weg in das nächstgelegene Schloss verkleidet als Mönch. Daraufhin geht jetzt Medardus, der Mönch Medardus, als verkleideter Mönch für Viktorin in das Schloss, wo ihn die Schlossherrin erwartet. Euphemie heißt sie.
Und sie hatte eben ein Liebesverhältnis mit diesem Viktorin und seine Mönchskutte erlaubt es, ihr mit ihm geschlechtlichen Umgang zu haben. Medardus spielt dieses Spiel mit und schläft mit Euphemie. Nun will es das Schicksal, beziehungsweise E.T.A. Hoffmann, dass in dem Schloss auch Aurelie wohnt und ihr Bruder Hermogen. Medardus wird nun der Beichtvater von Hermogen und Hermogen gesteht ihm eine schwere Schuld im Beichtstuhl, nämlich er hat mit seiner Stiefmutter, der Euphemie, geschlafen. Und das macht ihn schier wahnsinnig, da er ja eben seinen Vater so böse hintergangen hat. Nun beginnt Medardus Euphemie, mit der er ein Verhältnis hat, immer mehr zu verachten, zu hassen. Schließlich sagt er ihr die Wahrheit über sich selbst, woraufhin sie ihn vergiften will. Er vertauscht jedoch die Becher und tötet sie. Nun will er sich der schlafenden Aurelie nähern in Wollust. Hermogen, der Bruder Aurelies, erscheint, will ihn davon abhalten. Medardus tötet Hermogen und flieht. Er trägt nun die weltlichen Kleider Viktorins und nennt sich Leonard. Er kommt in eine Stadt und erfährt von einem Maler, der erscheint in einer Gesellschaft. Und es ist zufällig der Maler aus seiner Vision, die er im Kapuzinerkloster gehabt hat, sein Ururgroßvater, wie sich eben herausstellt. Und dieser Maler erzählt nun eine Teufelsanekdote. Er erzählt die Geschichte von Medardus im Schloss der Euphemie. Er erzählt, was dort passiert ist. Und er erzählt, dass Aurelie geflüchtet ist in ein Zisterzienserinnenkloster. Und zwar in das Kloster, in dem Medardus Pflegemutter, die Äbtissin, auch Äbtissin ist. Medardus muss erneut fliehen, kommt in den Wald, in das Haus eines Försters und nachts erscheint in diesem Haus, in der Umgebung des Hauses, ein Irrer in Kapuzinerkutte, nämlich Viktorin. Der Förster erzählt Medardus, dass der Irre ein wahnsinniger Mönch namens Medardus sei, der von einem Teufelselixier getrunken habe, zum Verbrecher geworden sei und im Bund mit dem Teufel stehe. Also Medardus begegnet seinem Doppelgänger, der für er selbst gehalten wird. Medardus zieht in eine Fürstenresidenz, nahegelegene Fürstenresidenz, und die Fürstin ist nun die Schwester der Äbtissin. Diese Fürstin mag ihn nicht, und zwar aus mehreren Gründen. Sie sagt, dass er einem Mann ähnlich sieht namens Francesco. Wie sich herausstellen wird, ist das der Vater von Medardus. Und dieser Francesco habe ein Verhältnis mit ihrer Schwester, nämlich der Äbtissin, gehabt. Und dieser Francesco sei mit dem Bruder ihres Mannes, des Fürsten, der Bruder heißt Johann, befreundet gewesen. Und dieser Bruder Johann sei in der Hochzeitsnacht ermordet worden und man habe einen Maler verdächtigt. Dieser Maler sei wiederum bei der Hochzeit Francescos mit der späteren Äbtissin erschienen, woraufhin der Bräutigam Francesco wahnsinnig geworden sei, sich mit dem Messer auf diesen Maler gestürzt habe, aber ohnmächtig zusammengebrochen sei und vom Hof geflohen ist. Die Verlobte sei daraufhin Äbtissin geworden. Die Braut des Fürstenbruders, die Braut von Prinz Johann, Jacinta, ist in der Hochzeitsnacht vergewaltigt worden vom Mörder des Bräutigams und hat einen Sohn geboren, eben jenen Viktorin. Jetzt sieht man, es ist schon
ein ziemliches Durcheinander von Namensgleichheiten und Personenähnlichkeiten. Und jetzt kommt noch hinzu, dass Aurelie am Hof der Fürstenresidenz erscheint und Medardus sich erneut in sie verliebt und sie begehrt, aber sie erkennt in ihm den Mörder ihres Bruders Hermogen. Er wird verhaftet, in den Keller geworfen. Am Tag, bevor er hingerichtet wird, in der Nacht, erscheint auf einmal nun Viktorin und gesteht die Tat. Er habe den Hermogen ermordet. Medardus kommt daraufhin frei. Aurelie gesteht ihm ihre Liebe und die Hochzeit zwischen beiden wird anberaumt. Medardus schwankt hin und her, ob er eben Aurelie die Wahrheit gestehen soll oder nicht. Bei der Trauung überfällt ihn der Wahnsinn, wie eben schon einige andere auch in diesem großen Roman. Er stürzt sich auf Aurelie und sticht auf sie ein, flieht und verliert das Bewusstsein. 3 Monate später wacht er in einem Irrenhaus in Italien auf, erholt sich, setzt seine Reise nach Rom fort, kommt in ein Kapuzinerkloster, beichtet dem Abt und der gibt ihm nun ein Buch, in dem Medardus über seine Familie und die Vergangenheit der Familie aufgeklärt wird. Er erfährt dazu hin, dass Aurelie lebt, dass Medardus nicht sie, sondern sich selbst verletzt, schwer verletzt habe. Das Buch klärt nun Medardus über seine Familie auf. Und zwar ist es die Biografie des Ururgroßvaters, der ein Maler war und Francesco hieß. Ging in die Schule zu Leonardo da Vinci. Und ist aber nach dessen Tod abgedriftet vom Guten, hat sich immer mehr von der heiligen Malerei abgewandt, nur noch einmal die heilige Rosalia gemalt. Aber in dieses Bild haben sich immer mehr wollüstige Motive eingeschlichen. Und schließlich erscheint auch aus diesem Bild die Venus, die Liebesgöttin. Er trinkt Wein aus dem Keller des heiligen Antonius und diese Venus, die ihm nun gegenübertritt, der verfällt er. Sie leben in wilder Ehe und sie gebiert einen Sohn, der auch Francesco heißt, stirbt aber entstellt und man erkennt, dass sie im Bund mit dem Teufel war, dass sie eben eigentlich so eine Art Dämon gewesen ist. Und nun aus dieser Urschuld ergibt sich ein Fluch auf die gesamte Familie. Alle unehelichen Kinder, vor allem die unehelichen Kinder, werden schwere Sünden begehen. Inzest, Mord, Vergewaltigungen, alles Mögliche. Das Schicksal hat es nun gewollt, dass der Vater von Medardus, der auch Francesco heißt, diesem Urgroßvater besonders ähnlich sieht. Und dieser Vater von Medardus ist ein ganz, ganz besonders schlimmer Mann gewesen. Es stellt sich heraus, dass er den Fürstenbruder Prinz Johann ermordet hat. Dass er in der Hochzeitsnacht des Prinzen Johann mit seiner Frau Giacinta diese vergewaltigt hat und dass daraus aus dieser Vergewaltigung ein Sohn entsprungen ist, nämlich Viktorin. Es stellt sich heraus, dass dieser Francesco eine weitere unerlaubte Beziehung hat, aus der eine Tochter entstanden ist, nämlich Euphemie. Und es stellt sich heraus, dass nur Medardus selbst ehelich geboren wurde von einer unschuldigen Landfrau. Es stellt sich also heraus, dass Medardus auf einmal sehr, sehr viele Halbgeschwister hat, mit denen er auch incestuöse Beziehungen zum Beispiel mit Euphemie gehabt hat. Medardus verbleibt in Rom, muss dort aber aufgrund von Schwierigkeiten dann schließlich gehen und kehrt nach Deutschland zurück in sein altes Kloster. Nun,
In dieser Zeit seiner Rückkehr kommt es dazu, dass Aurelie Nonne im nahegelegenen Zisterzienserkloster der Äbtissin werden will und sie will sich Rosalia nennen. Der Medardus ist nun bei ihrer Einweihung als Nonne dabei und es überfällt ihn lüsterne Begierde, als er sie wieder sieht. Er kann sich in letzter Sekunde zusammenreißen, diese Begierde überwinden und gerade als sie ihr Gelübde spricht und gerade als er glaubt, nun diese Triebhaftigkeit im Griff zu haben, stürzt sein Doppelgänger Viktorin halbnackt in die Kirche, stürzt sich auf Aurelie und ersticht sie und verschwindet dann spurlos. Aurelie wird nach ihrem Tod als Heilige verehrt. Medicus schreibt seine ganze Lebensgeschichte nieder und stirbt ein Jahr später auf den Tag genau von Aurelies Todestag. Das ist einfach erzählt, die Geschichte der Elixiere des Teufels. Ich habe sehr, sehr viele Nebenschauplätze weggelassen. Ein Roman, der zum ersten Mal auf sehr spannende Weise die Triebkräfte des Unbewussten beschreibt, die erotischen Kräfte, aber auch die aggressiven Todestriebkräfte des Unbewussten. Und es ist interessant, wie hier die moderne bürgerliche Ich-Identität nun in ihren zwei Seiten geschildert wird. Der ganze Roman ist so angelegt, dass man als Leser wirklich zum Schluss kaum mehr die einzelnen männlichen Francescos unterscheiden wird. Es gibt vier insgesamt. Angefangen von dem Urgroßvater, Ururgroßvater bis zu Medardus, der ja ursprünglich Franz heißt, die Halbgeschwister und eine Fülle von anderen Personen, so wie der Hauptheld selbst es erlebt, der nicht mehr weiß, wer er ist, was er für dunkle Seiten in sich trägt, das erfährt der Leser hautnah, wenn er diesen Roman von Anfang bis zum Schluss durchliest. Er weiß nicht mehr, wer bin ich? Und zum anderen auch, wie bin ich? Bin ich ein guter Mensch oder bin ich ein böser Mensch? Den Roman kann man lesen als eine Schilderung des Seins, des unbewussten Seins, das dem Bewusstsein und der Logik und der Triebbeherrschtheit entgegenläuft. Und gerade die Schlussszene, die Ermordung Aurelies durch den Doppelgänger Viktorin, ist hervorragend geschrieben. Ich finde, für jeden psychoanalytisch geschulten Menschen ist es einfach begeisternd zu lesen, wie diese Begierde, die diesen Medardus ergreift, wie er sie versucht in den Griff zu kriegen und je mehr er sie niederdrückt, unterdrückt, desto mehr macht sie sich dann explosionsartig bemerkbar, explodiert und tötet Aurelie. Und das ist so hervorragend beschrieben, dass ich diese Stelle Ihnen vorlesen will. Genau. Sprechen tut in Ich-Form Medardus und die Szene der Einweihung Aurelies zur Nonne beginnt nun folgendermaßen. Ein Geflüster rauschte durch die Menge, als sie sichtbar geworden. Die Orgel schwieg und der einfache Hymnus der Nonnen erklang in wunderbaren, tief ins Innerste dringenden Akkorden. Noch hatte ich keinen Blick aufgeschlagen. Von einer furchtbaren Angst ergriffen, suchte ich krampfhaft zusammen, so daß mein Brevier zur Erde fiel. Ich bückte mich danach, es aufzuheben, aber ein plötzlicher Schwindel hätte mich von dem hohen Sitz herabgestürzt, wenn Leonardus mich nicht fasste und festhielt. »Was ist dir, Medardus?« sprach der Prior leise. »Du befindest dich in seltsamer Bewegung. Widerstehe dem bösen Feinde, der dich treibt.« Ich fasste mich mit aller Gewalt zusammen,
Ich schaute auf und erblickte Aurelien vor dem Hochaltar kniend. O Herr des Himmels, in hehrer Schönheit und Anmut strahlte sie mehr als je. Sie war bräutlich, ach ebenso wie an jenem verhängnisvollen Tage, da sie mein werden sollte, gekleidet. Blühende Myrten und Rosen im künstlich geflochtenen Haar, die Andacht, das Feierliche des Moments, hatte ihre Wangen höher gefärbt, und in dem zum Himmel gerichteten Blick lag der volle Ausdruck himmlischer Lust. Was waren jene Augenblicke, als ich Aurelien zum ersten Mal, als ich sie am Hofe des Fürsten sah, gegen dieses Wiedersehen, rasender als jemals, flammte in mir die Gier, die Glut der Liebe, der wilden Begier auf. O Gott, o all ihr Wahnheiligen, lasst mich nicht wahnsinnig werden, nur nicht wahnsinnig, rettet mich von dieser Pein der Hölle. Nur nicht wahnsinnig, lasst mich werden, denn das Entsetzliche muß ich sonst tun und meine Seele preisgeben der ewigen Verdammnis. So betete ich im Inneren, denn ich fühlte, wie immer mehr und mehr der böse Geist über mich Herr werden wollte. Es war mir, als habe Aurelie Teil an dem Frevel, den ich nur beging, als sei das Gelübde, das sie zu leisten gedachte, in ihren Gedanken nur der feierliche Schwur vor dem Altar des Herrn mein zu sein. Nicht die Christusbraut des Mönchs, der sein Gelübde brach, ein verbrecherisches Weib sah ich in ihr. Sie mit aller Inbrunst der wütenden Begier umarmen und dann ihr den Tod geben. Der Gedanke erfasste mich unwiderstehlich. Der böse Geist trieb mich wilder und wilder. Schon wollte ich schreien: Haltet ein, verblendete Toren! Nicht die vom irdischen Triebe reine Jungfrau, die Braut des Mönchs, wollt ihr erheben zur Himmelsbraut, mich hinabstürzen unter die Nonnen, sie herausreißen. Ich faßte in die Kutte, ich suchte nach dem Messer. Da war die Zeremonie so weit gediehen, dass Aurelie anfing, das Gelübde zu sprechen. Als ich ihre Stimme hörte, war es, als bräche milder Mondesglanz durch die schwarzen, von wildem Sturm gejagten Wetterwolken. Licht wurde es in mir, und ich erkannte den bösen Geist, dem ich mit aller Gewalt widerstand. Jedes Wort Aureliens gab mir neue Kraft, und im heißen Kampf wurde ich bald Sieger. Entflohen war jeder schwarze Gedanke des Frevels, jede Regung der irdischen Begier. Aurelie war die fromme Himmelsbraut, deren Gebet mich retten konnte von ewiger Schmach und Verderbnis. Ihr Gelübde war mein Trost, meine Hoffnung, und hell ging in mir die Heiterkeit des Himmels auf. Leonardus, den ich nun erst wieder bemerkte, schien die Änderung in meinem Inneren wahrzunehmen, denn mit sanfter Stimme sprach er: »Du hast dem Feinde widerstanden, mein Sohn. Das war wohl die letzte schwere Prüfung, die dir die ewige Macht auferlegt.« Das Gelübde war gesprochen. Während eines Wechselgesanges, den die klaren Schwestern anstimmten, wollte man Aurelien das Nonnengewand anlegen. Schon hatte man die Myrten und Rosen aus dem Haar geflochten, schon stand man im Begriff, die herabwallenden Locken abzuschneiden, als ein Getümmel in der Kirche entstand. Ich sah, wie die Menschen auseinandergedrängt und zu Boden geworfen wurden. Näher und näher wirbelte der Tumult. Mit rasender Gebärde, mit wildem, entsetzlichem Blick drängte sich ein halbnackter Mensch. Die Lumpen eines Kapuzinerrocks hingen ihm um den Leib, alles um sich her, mit geballten Fäusten niederstoßend durch die Menge. Ich erkannte meinen grässlichen Doppelgänger. Aber in demselben Moment, als ich, Entsetzliches ahnend, hinabspringen und mich ihm entgegenwerfen wollte, hatte der wahnsinnige Unhold die Galerie, die den Platz des Hochaltars einschloss, übersprungen. Die Nonnen stoben schreiend auseinander. Die Äbtissin hatte Aurelien fest in ihre Arme eingeschlossen. »Ha, ha, ha!« kreischte der Rasende mit gellender Stimme. »Wollt ihr mir die Prinzessin rauben? Ha, ha! Die Prinzessin ist mein Bräutchen, mein Bräutchen!« Und damit riss er Aurelien empor und stieß ihr das Messer, das er hochgeschwungen in der Hand hielt, bis an das Heft in die Brust, das des Blutes Springquell hoch emporspritzte. »Juhe! Juch, juch!«
Nun habe ich mein Bräutchen, nun habe ich die Prinzessin gewonnen. So schrie der Rasende auf und sprang hinter den Hochaltar durch die Gittertüre fort in die Klostergänge. Viktorin, der Doppelgänger, das Unbewusste, das Unkontrollierbare, Trieb, die unkontrollierbare Triebhaftigkeit hat die Oberhand gewonnen und die Erbschuld, die der Ururgroßvater auf sich genommen hat, die hat sich auf die Kinder vererbt als Erbschuld, eben sozusagen genetisch. Die Wollust verbunden mit auch dem Gedanken der Kunst, denn die männlichen Nachkommen haben durchaus auch künstlerische Qualitäten als Maler oder eben auch als Schriftsteller, als Redner, als Prediger. Die Folge des Urvergehens sind illegitime Kinder, Bastarde, wie man sie früher genannt hat, Vergewaltigungen, Morde, Mordversuche, Inzest. Die Triebe, die den Menschen aus ihrer Bahn werfen, die wie dunkle Familienflüche über ganzen Generationen zu herrschen scheinen. Und die Schriftstellerei, das Niederschreiben in Form zum Beispiel einer fiktiven Autobiografie als Therapie, das ist das Thema dieses großen Romans und zeigt noch einmal das Thema, wie nah Genie und Wahnsinn und Verbrechen liegen und dass die Lösung auch geschehen kann durch Sublimierung in Form von künstlerischen Gestalten, eben schriftstellerischen Gestalten. Und es zeigt eben viele, viele Jahrzehnte vor den großen wissenschaftlichen Werken eines Sigmund Freud die Macht des Unbewussten. Lesen Sie E.T. Hoffmann, die Elixiere des Teufels. In einem Teil 2 will ich noch einmal genauer die einzelnen Stadien dieser Erbschuld durchgehen. Und dieser Teil 2 ist eigentlich für die gedacht, die das Buch wirklich lesen wollen und soll Ihnen auch ein wenig eine Hilfestellung geben, sich in diesem Roman zurechtzufinden.